1994. Und ja, es hat sich an Sonic angelehnt, weil es so schnell ist. Und anstatt dass wir ein blauer Igel sind, sind wir ein grüner Hase. Aber es hat doch sehr eigenständigen Charakter und ist ein großartiges Spiel. Ich feiere gerade ein bisschen die Musik. Die Musik ist super in dem Spiel. Auf geht's. Und ich möchte anmerken, der Entwickler des Spiels. Ja, ist Clicky B. Der hat später einige sehr elegante, blutige Ego-Shooter entwickelt. Ah ja, Cliffy B. hat später Unreal entwickelt und Epic Mega Games wurde dadurch auch sehr berühmt. Ja. Aber das war noch nicht so blutig. Hier geht's eher cartoonisch zur Sache. Also, das Ziel ist es, in jedem Level also dieses Schild abzuschießen, dieses rote Schild. Und das, was wir jetzt sehen, ist ein Schild, ein Schutzschild, diese gelben Diamanten. Der nächste Gegner, den wir treffen, wird dadurch einfach weggeschleudert, anstatt dass wir Schaden nehmen. Wir haben verschiedene Waffen und es gibt verschiedene Power-Ups, unter anderem diese Supergeschwindigkeit. 20 Sekunden, es hängt auch von der Schwierigkeitsstufe ab, schneller laufen zu können. Auf schwierigeren Stufen können wir länger schnell laufen. Der Taz spielt deswegen auf der schnellsten Stufe, aber für Menschen ist das zu schwer. Medium spielen wir gerade, das ist die interessanteste Schwierigkeit. Ich selber spiele auch auf Medium. Genau, dieses Schild am Ende gewinnt den Level. Und man spielt, also die Kategorie lautet ja Six Episodes. Six Episodes, genau. Es gibt 6 Episoden. Die erste, die wir hier sehen, war die Shareware-Episode und es gibt dann noch 5 weitere. Wer das früher vielleicht als Kind gesehen hat, hat bestimmt diese Episode gespielt. Die anderen waren dann nicht so verbreitet, die musste man kaufen. Und ja, wir spielen alle hintereinander durch. Wir gehen nach jeder Episode wieder ins Main-Menü und wählen die nächste Episode. Wir müssen alle Episoden durchspielen, das ist der ganze Run. Jede Episode hat 6 Level und einen Bossgegner. Wir sind gerade im 3. Level von den 6 Leveln der ersten Episode. Insgesamt also 36 Level und 6 Bossgegner. Jedes Level hat seine eigenen Gimmicks. Dieses Level hat diese Transportröhren. Und es gibt verschiedene Waffen, die man einsammeln kann, entweder indem man die Container abschießt oder Power-Ups einsammelt. Meistens wird allerdings der Blaster genommen, von dem hat man unendlich viel Munition und kann sehr viele Bullets auf einmal spammen. Wenn man schnell meschen kann, dann kann man sehr viele Bullets auf einmal auf den Bildschirm kriegen. Das ist beim Blaster auch sehr einfach, weil der langsam ist und dadurch auf dem Bildschirm bleibt. Waffen tun nichts mehr, sobald sie vom Bildschirm verschwinden. Hier nehmen wir Launcher, um diese Zacken abzuschießen, die etwas nervig positioniert sind. Ja. Der Launcher ist eine hüpfende Waffe. Der fliegt nicht einfach nur quer, sondern der fliegt wild durch die Gegend. Dieses Schild ist Teil der Route. Man kann es auf dieses Schwert benutzen, aber man kann es auch aufheben. Das ist ein Tuck langsamer, aber dafür sehr sicher später. Das war ein Damage Boost. Das Schild schützt vor Gegnern, aber nicht vor diesen spitzen Zacken. Wenn man sich umdreht, bevor man Schaden nimmt, dann wird man in die gewünschte Richtung geschleudert. Also man wird immer in die Richtung geschleudert, in die man nicht schaut. Wenn man sich rechtzeitig vor einem Treffer also umdreht, wird man in die andere Richtung geschleudert. Dieses Airboard ist auch ein Gimmick des Spiels. Manche Levels haben dieses Airboard und man muss es meistens. Es kann sich nicht drum drücken. Und die Fortbewegung ist davon ganz anders. Man ist immer noch sehr schnell horizontal, aber langsam vertikal. Ja, man kann so schnell feuern, wie man meschen kann. Der Taz kann mit 30 Schüssen pro Sekunde meschen, aber ein Mensch kann das nicht. Ja. Captain Clever sagt gerade, als Casual Gamer leidet man stark unter dem kleinen Blickfeld. Die Gegner kommen auf einmal am Bildschirmrand und weil die Sprites so schön groß sind, kann man wenig sehen. Wenn man das Spiel allerdings auswendig kann, ist das natürlich kein Problem. Dann weiß man, wo man springen und schießen kann. Ja, das Spiel ist wirklich schnell. Das macht es auch richtig lustig zum Speedrun. Was mich dazu bewegt hat, das zu runnen, waren allerdings dann doch die Damage Boots. Es fühlt sich an, als würde man
Das passt dann gut zu der hohen Geschwindigkeit. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass der Kommentator hier der Weltrekordhalter ist. Ja, ich runne das Spiel seit 4 Monaten und habe sehr intensiv gespielt in der letzten Zeit. Ich bin Weltrekordhalter mit 29,33. Bosse sind in diesem Spiel ziemlich leicht zu besiegen. Man stellt sich hin und masht die RF-Missiles. Die machen 2 Schaden. Weil sie 2 Projektile spawnen. Jedes Projektil macht 1 Schadenspunkt. Alle anderen Waffen spawnen nur 1 Projektil. Deswegen werden wir in den Bossfights die RF-Missiles nehmen. Wie oft muss man das spielen? Ich habe 400 Runs auf der Uhr. Nice. Wow, das ist jetzt wirklich schnell. Das ist jetzt wirklich schnell. Captain Clevers Bestzeit ist 31,46, glaube ich. 31,47. 47, ja. Okay, good. 2 for 2. Ja. Super Geschwindigkeit gibt es nicht in allen Levels, aber wenn sie kommt, ist es immer richtig witzig. Generally, I don't want to be getting hit unless I am moving forward when I do get hit. This game has damage. Man kann hier Damage boosten, man kann aber auch einfach alles zu Brei schießen. Man kann, wenn man es vorsichtiger spielen will, auch etwas langsamer spielen und die Gegner dann vorsichtiger abschießen. Diese Unverwundbarkeit hier läuft 15 Sekunden lang und wir haben sowohl ein Schild als auch die Unverwundbarkeit. In dem Moment hat die Unverwundbarkeit Vorrang und das Schild wird dann wieder aktiv, wenn die Unverwundbarkeit abgelaufen ist. Simon N. Nice und Gretz dazu. Ja, herzlichen Dank. Wie optimiert ist das Game? Ich habe es gelernt, als es Wartale mit 30-32 gespielt hat und ich habe an vielen Stellen dann noch Dinge rausgenommen, die es vorsichtig machen. Also ich habe weniger Invincibilities eingesammelt, also weniger von der Unverwundbarkeit, mehr Damage Boosts eingebaut, einfach weil mir das mehr Spaß macht und weil es schneller ist. Ja. Ja, das ist mein Lieblingslevel, Tech Noir, hat super Musik und dieser Sprung ist ziemlich kompliziert. Er ist ein kleiner Sequence Break, die Intended Route geht weiter nach hinten. Jetzt haben wir einen Vogel, der Vogel hat 2 Funktionen, er absorbiert den nächsten Hit, das heißt wir kriegen da keinen Schaden, werden aber schon weggeschleudert und er schießt auf Gegner. Dass er auf Gegner schießt, ist im Speedrun nicht immer wichtig, weil wir meist so schnell laufen, dass der Vogel gar nicht hinterherkommt. Jetzt kommt gleich die Spring of Doom, wie ich sie nenne. Ein komplizierter Sprung auf eine Sprungfeder. Und er hat es geschafft. Wenn er diesen Sprung nicht schafft, dann muss er 8 Sekunden warten. Und diese Damage Boosts sind Bestandteil der Route. Nice. Das hier kann man etwas anders machen, aber es ist immer Geschmack, wie man hier, welche Gegner man leben lässt, um auf ihnen zu Damage boosten und welche Gegner man abschießt. Da kann man viel mit Geschmack arbeiten. Orbitus hat, wie jedes andere Level, oft auch ein Gimmick und das sind hier diese Gummiwände, die wir kurz gesehen haben. Die bouncen einen nach links und rechts, wie wir hier sehen, das ist super. Und es gibt eine komische Physik hier. Wenn wir mit Schaden in die Gummiwand fliegen, dann werden wir so schräg, seltsam nach oben geschossen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist Bestandteil der Route. Diese Wände bouncen sehr hoch und als Casual Gamer weiß man nicht, wo man ist. Hier auch ein wunderschöner Damage Boost, der macht sehr viel Spaß. Ja. Wir sind etwas vorsichtiger durchs Level gegangen, aber es hat gut geklappt. Man kann das natürlich beliebig aggressiv spielen und die Möhren vermeiden. Die Möhren geben einem Lebensenergie dazu. Unten links ist die Lebensenergie, man hat 4 Hits pro Level und man kann, wenn man alle verliert, stirbt man, muss das Level von vorne spielen, verliert auch alle Waffen. Das will man im Run möglichst vermeiden. Und die Möhren, die man einsammeln kann, geben einem neue Lebensenergie. Und je nachdem, wie vorsichtig man es spielen will, kann man sie auf der Route auch liegen lassen. Diese Plattformen hier im Run stören sie. Sie nehmen uns mit und das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach durch diese Wand durchfallen. Es gibt sehr präzise Stellen, wo man durch die Wand einfach durchfallen kann. Die kann man auswendig lernen. Sie sind ziemlich präzise. Aber das ist einer der wenigen Bugs, die benutzt werden. Das Spiel ist sonst ziemlich bugfrei.
Worauf wird das gespielt? Ich meine, klar, PC, aber... PC in der DOS-Box. Die DOS-Box ist ein Emulator für DOS-Spiele und die wird von allen Community-Membern benutzt. Also Community... Es gibt leider nur 4 Leute, von denen ich weiß, dass sie das Spiel runnen. Vortail hat es im AJDQ 2014 gespielt und Captain Clever spielt es gerade. Ich runne es und Binary Blob lernt es. Binary Blob ist Jess Tricker mit 2 Weltrekordhalter. Nice. Ist das Spiel auf 60 Frames per Second aufgelegt oder 30? 60 Frames, aber die Taser meinen, manchmal wechselt es zu 70 Frames. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist auf mindestens 60 Frames. Hier sehen wir ein Viererschild. Das Viererschild funktioniert wie das normale Schild mit folgenden Unterschieden. Es verbraucht nur einen Hit von den Vieren, danach hat man immer noch Schilde, also man kann 4 Gegner liegen. Und es wird auch in das nächste Level mitgenommen. Das ist bei dem einer Schild, das wir am Anfang gesehen hatten, nicht so. Also jetzt im nächsten Level haben wir 4er Schild. Hier paart sich jetzt der Weg. Ich gehe auch diesen Weg. Captain Clever hat auch diesen Weg gelernt. Man könnte auch einen anderen Weg nehmen, den Vortail früher genommen hat. Da bekommt man Unverwundbarkeit, ist aber etwas langsamer. Ja, Captain Clever erklärt auch gerade das Force Shield. Ja. Hier kann man wieder Damage boosten. Er hat sich nicht umgedreht, deswegen hat es ein halbes Sekündchen länger gedauert. Ist aber okay. Ich bin einfach nur fasziniert. Es sieht wunderbar aus, ja. Es sieht sich auch genauso an, wie es aussieht. Das Meshen, habe ich ja eben schon erwähnt, ist ein wichtiger Bestandteil in den Bossfights und auch am Levelende. Wir werden sehen, wenn ein Level fertig gespielt wird, meshen wir Bullets wie blöd. Der Grund ist, den Score-Counter kann man canceln, indem man schießt, aber erst nach einer bestimmten Zeit. Und weil wir nicht so genau diese Zeit abpassen können, schießen wir einfach die ganze Zeit. Jetzt kommt die Supergeschwindigkeit wieder und wir haben, jetzt kommen gleich, nachdem wir da links runterfallen, sehr komplizierte Sprünge. Da können wir über ein Hindernis springen, wenn wir es richtig machen. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir hier eine Sekunde warten und eben mit dieser Sprungfeder darüber. Die Supergeschwindigkeit wirkt sich auf alles aus, insbesondere auch auf das Airboard, was sehr handlich ist. Das Airboard ist sehr langsam, wenn man damit... Oh, das ist der Secret Level, den brauchen wir im Run nicht. Wir nehmen nur die normalen Level mit. Secret Level würde den Run einfach langsamer machen. Jetzt gibt es wieder ein Force Shield. In dieser Episode gibt es sehr viele Force Shields. Fortified Zone ist ausgefallen. Jess Jackrabbit ist jetzt schon. Ich weiß nicht, ob Fortified Zone überhaupt noch gespielt wird. Das wurde auf Donnerstag verschoben. Okay. Ja, ich wurde fast schon zu spät in den Voice Chat geholt, aber es hat alles perfekt geklappt. Herzlichen Dank an die Orga. Ja, sorry. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt passieren würde. Okay, hier geht's weiter. Diese Springboards sind auf einem Level-Timer. Das heißt, wo die sind, auch das nächste hier, das hängt davon ab, wie lange man das Level schon spielt. Das hier ist ziemlich nah am Anfang, da weiß man gut, wo es ist. Aber wenn man in einem Level sehr spät auf diese Dinger trifft, dann kommt es einem fast zufällig vor. Es ist sehr schön, dass dieses Spiel absolut keinen Zufall hat. Alles ist deterministisch. Es gibt ein bisschen Chaos, wie diese Springboards, die nach hin und her fahren, basierend auf dem Level-Timer. Aber das ist das Einzige. Das ist nur chaotisch, das ist nicht zufällig. Jetzt kommt eine wunderbare Meshing-Section. Meshen wie blöd RF-Missiles, um alles wegzuholzen. Und er hat es auch geschafft, alle Gegner zu treffen. Es ist nicht ganz einfach, den Hit da zu vermeiden. Diese Sprungschuhe machen, dass man höher springen kann. Die gibt es in diesem Run nur in diesem Level. Wir können höher springen. Das ist hier Bestandteil der Route. Der Run ist unglaublich faszinierend, ja. Herzlichen Dank, ja. Er ist sehr schnell. Man merkt, dass es an Sonic angelehnt ist, aber wir springen nicht auf die Gegner drauf, sondern wir schießen. Wann ist das Spiel aber rausgekommen? 1994. Ah, okay. Jess Jackrabbit 2 ist für Windows 1998. Ich glaube, das ist eines der ältesten PC-Spiele, deren Runs ich jemals gesehen habe. Okay, cool. Also das erste Spiel, dessen Run ich jemals gesehen habe, das war ESA 2015, war das glaube ich, mit The Oregon Trail. Okay, habe ich selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass es alt ist, ja.
So, jetzt gibt es wieder schön super Geschwindigkeit. Und jetzt gibt es einen Sprung und wir lernen einfach auswendig, wo die Gegner sind. Wir springen genau in eine Lücke zwischen Gegnern rein. Und das nächste wieder hier. Weil wir fast nichts auf dem Bildschirm sehen, lernen wir einfach auswendig, wo die Gegner sind. Und dann zu Damage boosten, nachdem wir landen. Unglaublich. Hier nehmen wir auch einen Damage Boost mit. Die Boulders, diese rollenden Felsen, sollen eigentlich dafür über diese Stacheln fahren, aber wir Damage boosten einfach auf die Stacheln, ist einfacher. Herzlichen Dank, sympathischer Typ. 22 Jahre, ja. Ich habe es gespielt, als ich 8 Jahre alt war und habe es dann abgedacht, boah, das Spiel war so gut, ich will es mal wieder spielen, aber dann war es zu leicht und deswegen runne ich es jetzt. So, hier, dieses Level ist einfach ein großes Labyrinth. Aber wir haben einfach auswendig gelernt, wo es hergeht. Und wir brauchen ein Airboard, sonst kann man nicht durch das Labyrinth nach oben. Hier geht es dann nach oben. Das ist die letzte Station, wo wir RF Missiles mitnehmen können. Und deswegen RF Missiles bekommen, weil die so gut sind. 2 Schüsse auf einmal. Und nochmal super Geschwindigkeit. Fun Fact. Ja, wieder, es wird wieder geschossen am Levelende, damit der Scorescreen. Es wird über Tastatur gespielt. Also ich hoffe es stark. Ich kann es nicht sehen im Stream, aber ich meine, er spielt auf Tastatur. Man kann es auf Gamepad spielen, aber es ist ungewöhnlich. DOS-Spiele werden eigentlich auf Tastatur gespielt. Hier mischen wir wieder alles weg. Oh, na, nicht ganz getroffen. Das sind die richtigen Springboards. Ja. Frico 001, sorry, diese Frage ist niveaulos. Das ist bescheuert. Man kann auch Freunde haben und trotzdem spielen. Anmerken. Was runne ich sonst noch? Ich runne nur dieses. Das ist das einzige Spiel, was ich runne. Ja, hier gibt es, der Schaden hier zu nehmen, das ist okay, den kann man fast. Gibt, wenn man das Spiel casually spielt, sind die Gegner auch mitten in den Jump Arcs. Ja. Und wir nehmen extra ein Schild mit. Der Tars nimmt das Schild nicht mit, aber wir nehmen das Schild immer mit. Ja, gut, ja, jetzt blinkt das Health unten links rot. Das heißt, der nächste Hit führt schon zum Tod, aber das Level ist jetzt zu Ende. First type of bonus stage that you'll probably find more commonly, especially just at the very beginning of episode 1. Dieses Level ist ein bisschen relaxed. Aber nichtsdestotrotz kann man immer viele Fehler machen. Die Fehler summieren sich einfach auf. Die meisten Fehler sind nicht so schlimm. Es gibt wenige Fehler, die den Run komplett vernichten. Aber einfach, wer weniger Fehler macht, hat die bessere Zeit. Ach ja. Das ist einfach unglaublich. Ja. Hier nehme ich gerne die Launcher, um diese Gegner wegzumachen. Man kann aber auch einfach über die Gegner. Okay. Hier gibt es auch Gegner, aber der Vordergrund ist im Weg. Hinaus, wenn ich lerne, um sie selbst als Casual-Spieler zu. Hier gibt es dann keine Gegner mehr. Dieses Level, sagte ich ja schon, ist etwas relaxter. So, jetzt gibt es wieder einen Bossfight. Das ist der einfachste Bossfight im ganzen Spiel, der jetzt kommt. Wir stellen uns an den Startpunkt und mashen RF-Missile. Das ist der ganze Boss. Und im Bossfight ist es wichtig, dass wir uns gut positionieren. Wir stellen uns immer in den Boss hinein, damit die Kamera nicht so lange pannen muss, um auf den Boss zu fokussieren. Das macht sie nämlich, wenn man einen Boss getötet hat. Jetzt kommen ein paar komplizierte Sprünge. Da kann man auch schon mal runterfallen. Das kostet dann 6, 7, 8 Sekunden. Den Damage Boost hat er nicht ganz gekriegt. Jetzt macht das nochmal. Das ist ein wunderschöner Damage Boost. Captain Clever, der Nickname Captain Clever ist eine Anspielung auf Commander Keen. War auch ein sehr frühes Run und das ist Captain Clevers Spezialität. Captain Clever hat die Weltrekorde in Commander Keen in den meisten Teilen, vielleicht sogar in allen, ich weiß nicht genau.
Er runnt dann immer die Keen Heptology, alle 7 Keen-Spiele hintereinander weg und braucht dafür, glaube ich, um die 45 Minuten. Nein. Poxinga, ich glaube nicht, dass das für ihn bitter wäre. Im Gegenteil, das wäre für ihn super und für ihn nochmal Motivation, nochmal eine Schippe draufzulegen. Video game art that you see. There's actually a comic book that came with Chess Jackrabbit when it first came out, which was pretty cool. Bitte für Simon, wer ist ja, wenn der Typ jetzt seinen Weltrekord knackt? Ich vermute, dass es nicht passieren wird, aber natürlich, wenn es klappt, super. More power to him. Jetzt sind wir wieder hier bei einem Health. Wir werden etwas vorsichtiger spielen, gerade auf einem Marathon. Aber die Möhre lassen wir offenbar trotzdem liegen. Kostet ein paar Sekunden, die Möhre zu nehmen. Könnte nicht. Der hat doch einen Zusatzlevel gemacht. Er hat keinen Zusatzlevel gespielt. Er wäre fast ins Secret Level gegangen, aber er ist nicht ins Es gibt Bonus-Level und Secret-Level, das ist sehr schön fürs Casual-Spielen. Das Spiel hat sehr viel zu bieten, aber im Run werden die nicht gespielt. Ja. Dieses Level ist auch ziemlich verwirrend, wenn man es zum ersten Mal spielt. Und es gibt sehr viele geheime Passagen, man kann da viel abkürzen. Ich stelle die Sensitivity mal höher, wurde da vorgeschlagen. Ich hoffe, so ist es besser. Ja. Okay. Es tut mir leid, aber gut, danke fürs Hinweisen. Speedrunner wollen, dass ihre Rekorde knackt werden. Ja, bitte. Dann haben wir was Neues zum Anschauen und lernen von den anderen neue Tricks. Genau. Es funktioniert wie die Wissenschaft. Wenn wir was Neues haben, dann teilen wir das allen sofort mit. Ja, hier wird auch wieder, werden Secret-Passagen durch Schüsse geöffnet, damit wir da durchkommen. Wieder ein Damage-Boost, es ist leichter so und man muss halt ein bisschen mit der Lebensenergie managen, dann geht das. Aber idealerweise nimmt man nur einen Hit in diesem Level, das ist okay. Wenn man es casually spielt, dann sieht das Level überall gleich aus. Ja. Und das war auch das letzte Level, was ich komplett gelernt habe. Es war zu verwirrend. Dreampipes. In jedem Spiel sucken Water Level. Und dieses Spiel ist keine Ausnahme. Es gibt doch diesen Witz. Was sind die schlimmsten Level? Escort-Missionen, Timed-Missions und Wasserlevel. Und dieses Spiel ist ein Wasserlevel. Das Schwimmen ist sehr langsam und wenn möglich will man oben springen, anstatt zu schwimmen, weil es schwieriger ist. Ich habe hier letzte Woche noch einen neuen Trick gefunden. Ich weiß nicht, ob Captain Clever den kennt. Ja, er kennt's. Das habe ich letzte Woche rausgefunden. Was jetzt genau? Diesen Schalter, den wir unten im Bild sehen, der wurde durch die Wand geöffnet. Wir sind früher da gibt es einen sehr kleinen Gang, in den man rein muss. Ich habe rausgefunden, man kann den Schalter einfach durch die Wand öffnen. Es kann natürlich sein, dass Captain Clever das auch selber rausgefunden hat. Das glaube ich schon fast, weil ich lange nicht mehr mit ihm Kontakt hatte. Ich habe es aber erst letzte Woche gesehen. Nice. Es hilft viel. Also es spart, ich schätze mal, ich weiß nicht, 6-7 Sekunden. Das ist viel. Ja, das stimmt. Und die ganze Route an der Stelle wurde auch angepasst, weil man dann nicht mehr, man braucht die Invincibility zum Beispiel nicht mehr zu nehmen. Das war kompliziert, die zu nehmen. Was war euer allererstes Spiel, das ihr gespielt habt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Lemmings war sehr früh. Davor weiß ich es nicht mehr. Also ich muss auch passen. Hier werden jetzt wahrscheinlich Donations vorgelesen. Dieses Schwimmen hier ist sehr langsam und es passiert einfach nichts für 20 Sekunden. Ja, ich schaue auch schon die ganze Zeit nach, ob wir eine deutschsprachige Spende gekriegt haben, aber dem ist nicht der Fall. Dieses Spiel erinnert mich an Super Frog, das habe ich damals immer auf dem Amiga gezockt. Das habe ich auch gespielt, allerdings auf dem PC. Jazz gab es nur auf dem PC, aber Super Frog gab es auf Amiga und PC. Auch ein wunderschönes Spiel. Muss man in dem Run die Kapitel nacheinander machen oder kann jeder die so abarbeiten, wie er will? Darauf hat sich die Community noch nicht geeinigt. Ich spiele es aus traditionellen Gründen auch der Reihe nach.
Fürs Pacing ist es super, weil es immer schwieriger wird. Allerdings natürlich fürs Optimieren wäre es cooler, wenn man die schwierigen Sachen zuerst spielen würde. Wir haben uns noch nicht geeinigt als Community. Die Community ist sehr klein. Ich weiß nur, dass 4 Leute es runnen. Diese roten Schalter, wenn man sie abschießt, dann ändern sie den Wasserstand auf diese Höhe. Und man kann das Spiel aus Versehen softlocken, indem man sie in der falschen Reihenfolge abschießt. Dann kann man das Level nicht mehr gewinnen. Aber das ist relativ leicht zu vermeiden. Gibt es in dem Run Glitches? Wenige. In Orbitus sind wir durch die Jumpboards durchgefallen. Und es gibt einen Glitch, der diesen Bossfight hier langsamer macht. Oder wenn man den Boss nicht schnell genug wegmasht, was Captain Clever aber natürlich schafft, dann kann es sein, dass auch der Boss softlockt und nicht explodieren will. Das wäre ein schlechter Glitch. Aber Glitches, die gut sind und benutzt werden, gibt es fast gar nicht. Das ist ein sehr sauber programmiertes Spiel. Die letzte Episode ist die schwerste und es gibt eine jede Menge Damage Boosts. Deswegen spiele ich sie auch sehr gerne. Aber sie ist technisch sehr anspruchsvoll. Der Damage Boost war gerade in die falsche Richtung. Wenn man sich vorher umdreht, würde man nach rechts geschleudert. Aber wenn man leicht zu spät drückt, dann wird man nach links geschleudert und dann passt es nicht mehr so gut mit der Zeit. Diese Spike Balls, die sind auch auf einem Level-Timer und ich weiß, wenn ich gut spiele, weiß ich genau, wann sie wo sind. Wenn man allerdings irgendwo getroffen wird, wo man es nicht erwartet, dann weiß ich nicht mehr, wo sie sind. Das ist nicht die Intended-Route, aber die funktioniert trotzdem im Speedrun sehr gut. Man kann auf den Plattformen fahren, aber es ist meist leichter, sie zu vermeiden und zu Damage boosten. Aber wenn sie gerade an der richtigen Stelle sind, kann man sie nehmen. Man kann die Invincibility nehmen oder man kann sie vermeiden. Es ist fast gleichwertig. Man muss die Invincibility entweder einsammeln oder man muss halt Gegnern ausweichen. Beides kostet Zeit. Das ist ganz gut. Man kommt sonst schwer dadurch und Captain Clever hat ziemlich gut gemacht. Ja. Hier mescht er. Captain Clever mescht schneller als ich. Obwohl ich den Weltrekord halte, bin ich der langsamste Mescher. Ich kann nicht so schnell meschen wie die anderen Spieler. Es wird alles wieder weggemasht, sehr schön. An guten Tagen gelingt es mir auch. Hier gibt es wieder Damage Boosts. Wir drehen uns vorher um, damit wir nach rechts geschleudert werden. Das Spiel glaubt, wenn wir nach links drücken, glaubt es, wir wollen nach links, will uns bestrafen und schleudert uns nach rechts. Nice. Bei Sonic-Spielen kann man über das Schild drüber springen und es löst trotzdem aus. Bei Jazz nicht. Wenn man bei Jazz über das Schild springt, dann war das einfach nur dumm. Das passiert mir aber auch manchmal. Das ist immer sehr lustig. Oh Gott, diese Musik, unglaublich. Die Musik ist super, ja. So we got some damage boost here. I love it, because the music's really, like, man kann hier, je nachdem, wie gut man vorher spielt, mit der Invincibility durch diese Spike Balls, aber sonst müssen wir Damage boosten. Damage Boosts sind ein Tuck langsamer als das normale Laufen, aber nicht so viel langsamer. Ja. Jetzt gibt es in Chrysalis 2, ist bei mir das Level, in dem die meisten Runs sterben, weil ich es sehr, sehr aggressiv spiele, mit vielen Damage Boosts und ohne Health einzusammeln. Captain Clever wird es wahrscheinlich auf dem Marathon etwas konservativer spielen. Ja. Oh nee, er macht alle Boosts. Er geht aufs Ganze. Wenn er stirbt, dann kostet es eben 30 Sekunden, weil das Level von vorne spielen muss. Wie meinst du, ist er von der Zeit her? Also, ich denke mal, Weltrekord wird es nicht, aber wird es hier vielleicht eine neue PB? Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist gut möglich, dass es PB wird, ja. Er hat wenig Runs gepostet. Wahrscheinlich hat er viel trainiert. Ja, wahrscheinlich hat er viel trainiert. Ich rechne mal mit, es wird, was wird es, 30-30 oder es wird wahrscheinlich unter 31.
Nice. Ja, dieses Level ist, das Raumschiff hier ist das letzte Level und es ist speziell, es gibt kein Schild, was wir abschießen am Ende, sondern es gibt einen Bossgegner, den wir töten. Und wir nehmen einen Vogel mit hier. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Route. Der Vogel muss geschützt werden. Wir dürfen hier keinen Schaden nehmen, sonst kostet der Run, sonst ist der Run wahrscheinlich gelaufen oder hat 50 Sekunden länger. Der Vogel ist super wichtig. Wir sehen, wir müssen in das Schiff hinein und den Bossgegner töten. Allerdings hat Wardale vor 3 Jahren einen wunderbaren Trick gefunden. Dieses Schiff ist riesig und es dauert sehr lange, es durchzuspielen und den Boss von innen zu töten. Allerdings. Lol. Es ist sehr präzise. Aber das spart 50 Sekunden. Das ist der einzige richtig große Skip. Ja, der Weltrekord ist immer noch sicher. Ja. Aber ist doch okay. Nee, Captain Clever hat eine Chance auf unter 31 Sekunden immer noch. Unter 33 Minuten, ja. Wir meschen hier, nehmen absichtlich Schaden. Der Vogel geht dann weg und wir meschen jetzt RF Missiles. Wir machen einen Damage Boost, um die beste Position zu erreichen und meschen. Zeit 39, ja. Neue PB. Ja. Jawohl, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an Captain Clever. Super. Ja, er hat viel trainiert. Er hat jetzt 2 Monate lang dieses Spiel nicht gespielt. Es kann wirklich gut sein, dass er den Dreampipe Skip selber gefunden hat. Also ich habe ihn erst vor einer Woche gefunden, aber er hatte viel dran gearbeitet. Kann gut sein, dass er es selber gefunden hat. Ich denke mal, er hat es selber gefunden. Gerade sagt er, thanks to Simon too, he put a lot of effort in. Oh nee, er sagt, er hat meine Strategie gefunden. Wow. Schism of what your speedrun's trying to do. So many thanks to Vortel and Simon Nahr and as well as the er sagt sub 30 even a small mistake messes up the entire run. Ja, das stimmt. Who came up with a run that's ja, die Tool Assisted Speedrunners Ilari Mothrayas und Slamo, die haben super Arbeit geleistet. Am Ende werden wir immer geknutscht. Das ist so in allen alten Spielen, wir retten die Prinzessin. Die Story des Spiels haben wir gar nicht erklärt. Der böse Devon Shell, die Schildkröte, hat unsere Prinzessin entführt. Und als Gag ist er hier der Taxifahrer, der böse Devon Shell. Ja, und wir haben die Prinzessin gerettet. Ja. Dann